Donnerstag. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ich hoffe, ich kann einigermaßen reden, weil ich immer wieder kurz davor stehe zu husten. Aber ich versuche es trotzdem. In der letzten Folge haben wir mitbekommen, dass Oma anscheinend gesagt hat, sie braucht unbedingt diese Blume, die um Mitternacht, ja, Mitternacht hat sie nicht gesagt, aber in der Nacht gepflückt werden soll, damit wir dem Geheimnis auf die Schliche kommen. So habe ich es jetzt verstanden. Jetzt fragen wir Oma einfach mal, was sie damit meint, ob wir jetzt eine Hexe werden können, ob wir magische Kräfte haben, ob sie nachts mit ihrem Besen fliegt. Okay, das ist normalerweise eher ein Mythos, aber vielleicht ist das ja in diesem Spiel auch gang und gäbe. Mal schauen. Wir wollen jetzt erstmal das. Erstmal das. Grandma, so, can we talk about the fact that I saw you with some people in masks and robes in the woods last night? It would be nice to talk after I've had some tea. Grandma! Oh. Yes, some tea would really hit the spot. Oh, Oma, wir können doch nicht immer nur Tee für dich machen. Etwas Stärkungstee für Oma. Grandma, I've been thinking about my childhood memories of your garden. Just bursting with veggies in every color. I think we could bring it back to the way it was. Are you sure? That's quite a bit of work. What would we need? Well, for it to be enough to feed us and turn a profit, you'd need to build a bunch more garden beds. That means keeping a compost bin so you can get a whole lot of good soil to fill them. And you'll need to chop some wood to make the beds. Okay, I'm on it. Okay, das beste Stück Land. Oma könnte Hilfe bei der Farm gebrauchen. Baue zuerst einen Kompostbehälter, damit du fruchtbare Erde erzeugen kannst. Okay, sehr schön. Machen wir? Oder versuchen wir? Ich weiß nicht, ob ich es schon machen kann. Achso, ja, ich sollte vielleicht erstmal gießen und dann... Ah, das sieht doch schon schön. Das sieht so ein bisschen aus, als ob da Tomaten rankommen. Aber gut, das sind Bohnen. Die sehen natürlich auch so... Die gehen auch so in die Höhe. Ich finde es wunderbar. Ich liebe es, diese ganzen Sachen selber anzupflanzen. Ich mache das unheimlich gern. So. Einen... Oh Gott, da brauchen wir nur 6 Stück für. Allerdings haben wir jetzt natürlich das Geld ausgegeben. Das war nicht so clever. Können wir den... Doch, wir können den auch woanders hinstellen. Theoretischerweise könnten wir ihn jetzt direkt... Können wir die anderen denn bewegen? Weil dann können wir nämlich noch ein Beet mehr reinstellen. Space platzieren. Das würde ich gerne. Genau. Und dann das. Dahin. Ich weiß jetzt nur nicht. Kommen wir denn da noch? Da kommen wir wahrscheinlich nicht ran dann, oder? Ich schau mal eben. Wenn wir jetzt hier... Nee, da können wir nicht rüberspringen. Okay, Moment. Moment. Oma kommt gleich dran. Also, wenn wir das so machen würden. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Dann kann man hier normalerweise so dazwischen laufen. Dann hat man immer noch eins frei. Reicht das denn vom Platz her? Ja, ne? Okay. So, was machen wir hiermit? Erde. Herstellen. Gedüngte Erde aus dem Kompostbehälter. Benutze sie, um Gartenbeete und Felder anzulegen. Okay. Das dauert jetzt vermutlich was. Noch 24 Stunden. Okay. Ja gut, das haben wir dann schon mal gemacht. Oma, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wo bist du? Wir müssen ja auch noch deinen Tee machen. Da. Achso, eine Distel habe ich. Perfekt. Okay. Dann können wir nämlich direkt beides machen. Oma, es ist so ein wunderschöner Tag. Wir können so viele Sachen machen. Great job. Now we just need to fill it with weeds and let it work its magic. Then we can start making garden beds. Ja, baue Beete für Pflanzen. 3 Stück habe ich vor, mache ich aber gleich. Oh my. Oh, you make a very
potent brew. Here's that key to the basement that you asked about. Ooh. But the hooded strangers? Go on down, my dear. It will all make sense, I promise. Ein wohlgebrühtes Geheimnis. Schau nach, was unter der Falltür unter dem Teppich ist. Jetzt bin ich noch gespannter, aber wir müssen mal kurz draußen wegen dem Beten gucken. Wir machen das sofort. Ich würde nämlich gerne mal wissen... Ach, da brauche ich jedes Mal dann erstmal die Erde für. Ah, okay. Also wir machen erstmal das, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir so auch ein bisschen mehr Geld zusammen, weil wir damit ja Profit machen sollen. Gut, dann schauen wir doch mal nach, was Oma hier unter ihrem Teppich hat. Also was die unter dem Teppich hat, wissen wir, aber was da unter der Falltür ist. Hallo? Ich wollte gerade sagen, was wird das denn? Okay, I definitely have more questions than answers now. Is that a cauldron? Not just any cauldron, your cauldron. What? Oh, no, I'm not a... Witch? Oh, my dear, yes, you are. No layperson could make a brew like that on her first try. I feel as spry as I did 50 years ago. This basement is your sanctum. You have your cauldron, of course. Wait. Is Dad a witch, or warlock, or... Arthur? Oh, no. No, honeybee. He's more... conventional, I'm afraid. But I saw that spark of magic in your eyes the first time I held you. I've always known you would be an extraordinary witch. But the coven needs proof before they'll accept you. Coven? Well, those folks in the woods, of course. They put a charm on the bramble wall, so you'll need a wand to open it. This is, kind of a lot to learn all at once. I understand, honeybee. When you're ready, read this incantation before the special silver willow in the woods. Then you'll have a branch to make your first wand. Ein wohlgebräutes Geheimnis. Ja, das lasse ich mal weg. Sprich die Zauberformel, die Oma dir gegeben hat, während du im Wald neben der Silberweide stehst. Grandma Kissel. Says this is my cauldron, but I better wait until I've learned how to use it. Ja, scheiß drauf. Probier doch einfach mal alles aus. Ich bin so aufgeregt hier. Mörser und Stößel brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben aber keine Eisenbarren. Wo verdammt kriege ich eine Spitzhacke her? Wir brauchen auch Kupfer, um was destillieren zu können. Aha, ihr macht mich wahnsinnig, Leute. Ich gehe jetzt erstmal in den Wald. Ah, ihr macht mich wahnsinnig. Habe ich jetzt alles gegossen vorhin? Doch, hatte ich, glaube ich, ne? Oh, ich stehe schon so neben mir. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier tue oder was ich nicht tue oder was ich nicht getan habe oder doch getan habe. Und es ist so früh am Morgen oder eigentlich für mich so spät in der Nacht, weil wir haben jetzt fast Mitternacht. Passend zum Thema Hexen. Ich weiß nicht, wer von euch das so halbwegs nachempfinden kann, wie aufgeregt ich gerade bin. Vermutlich nicht besonders viele. Oder nur diejenigen unter euch. Ich vermute mal, die in erster Linie weiblich sind und in zweiter Linie auf jeden Fall das Spiel schon selber gespielt haben. Fliegenpilz, das ist gut, den können wir verkaufen. Wir gucken nochmal schnell, ob wir hier noch irgendwas finden, weil wenn da schon ein Pilz ist, vielleicht finden wir noch einen zweiten. Ich befürchte allerdings, dass wir die Sachen erstmal nicht verkaufen sollen, weil Fliegenpilz ist doch bestimmt auch gut, um irgendwas zu brauen oder so. Aber hier ist nichts. Ach, wir können schon wieder Holz hacken, ne? Ach so, das kann ich ja jetzt auch mit der Space-Taste machen, oder? Ja, perfekt. So, wir machen das sofort mit der Weide. Ich möchte euch nicht auf die kalte Schulter nehmen, wollte ich gerade sagen. Ich bin schon so neben mir, dass ich schon gar nicht mehr den einfachsten Sprichwörter kenne. Auf die Folter spannen, wollte ich eigentlich gesagt haben. Aber irgendwie möchte ich es doch, ist falsch ausgedrückt, muss ich es, weil ne, wir brauchen ja ganz viel Holz. Und wie bekommt man Holz, indem man immer mal wieder unterwegs was mitnimmt? So, jetzt gehen wir aber nach oben. Lauf, 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 lauf zur Weide. Obwohl das eher wie ein Trauerbaum aussieht, aber
Ich bin so aufgeregt. Let's see. The inscription says, if I be worthy, ancient tree, give a silver branch to me. Please? Wow! I mean, thanks, magic tree. Und nun? Zeige Oma den Zauberstabzweig. Okay. Ah, ist das geil. Jetzt muss ich mir nur noch lernen, also beibringen, wie ich das benutzen kann. Und ja, es heißt natürlich Trauerweide. Wie gesagt, ich bin gerade so von den Socken, dass ich gar nicht mehr richtig reden kann. Die Alraune schnappen und schnell weg. Wir müssen nämlich zur Oma. Ich würde auch gerne mit euch allen sprechen, aber ich habe jetzt hier etwas, was viel, viel wichtiger ist, als die Beziehungen zu euch aufzubauen. Wobei, im Blumenladen würde ich gerne nochmal kurz vorbeischauen, weil die ist mir doch ganz wichtig. I place a monthly order for fresh flowers, Violet. It's not like I asked for a rush job. I'm sorry. It's just that the fairy's running behind schedule. Again. Maybe if the fairy wasn't underfunded, this wouldn't happen. Make excuses if you like. Late is late, as I tell my students. Bad time? Ugh, no. It's fine. I just... When my dad was mayor, the fairy always ran on time. Hey, do you have any wildflowers growing on your farm? Maybe I could make some substitutions. Sort of. How do you feel about thistles? You're suggesting I make a bouquet out of thistles? Thistles? Look, if you don't want them... Did you hear me say no? The sooner I can get Vanessa out of my hair, the better. Echt jetzt? Ich soll dir drei Disteln besorgen? Kann ich auch so nochmal mit dir sprechen? Has Damon hit on you? Or have you not met him? You're new and cute, so it won't be long if he hasn't yet. Ja, aber vielleicht will ich lieber was mit dir anfangen. Ich meine, ich stehe zwar nicht auf Mädels, aber du hast echt geile Haare. Das wäre ein Grund für mich jetzt hier mal was anzufangen. Also per Spiel natürlich nur, ne? Wir müssen trotzdem zur Oma. Oma, warte auf uns. Außerdem braucht sie Disteln. Ich weiß gar nicht, wie viele Disteln habe ich eigentlich eingesammelt. Habe ich nur Alraune? Habe ich die jetzt alle verkauft? Echt jetzt? Nee, oder? Habe ich hier noch ein paar Disteln, die ich sammeln kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich frage jetzt auch nur deswegen, weil ich ansonsten garantiert wieder die Aufgabe vergessen werde. Ich meine, ich kenne mich ja. So. Ich muss schnell zur Oma, aber ich muss mal eben gucken, ob hier Disteln sind. Disteln. Es hört sich an, als würde ich Ricola wollen. Okay, ich sehe jetzt gerade auf die Schnelle keine. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht, was ich machen soll, weil ich wieder zu Oma muss. So. Doch, mit dir muss ich nochmal reden, ne? Ja, klar. Ich muss dir ja den Stab zeigen. Ja, ja. Is your wand ready? Yes. Look. Oma, ich habe einen Stab. Where you point that thing. Oh my, you have a lot to learn. It's time for you to meet the coven. Are you ready to go? Yeah, sure. Let's go. Okay. The brambles only allow friends of the coven through, so this incantation helps it to identify you. Once it meets you, it'll know you're a friend and let you through from now on. Say the spell when you're ready. Sprich die Zauberformel, die Oma dir gegeben hat, während du im Wald neben dem Dornentor stehst. Jetzt rede ich aber mit Oma. Ich will nicht mit Oma reden. So. A friend of the coven comes to you. Unravel your brambles and let me through. Oh, it worked! Well done. Now, let's head on up. Grandma, what is this place? Who are these people? Shh, shh, shh.
You've got to be properly introduced. Who approaches the sacred circle? I bring one who wishes to know the mysteries of this coven. Hi. Welcome, initiate. Elder Hazel has told us so much about you. I am the High Priestess of this coven. Before you can join us, you must vow to never reveal the location of our circle or the details of our rites to any others. Do you promise to abide by our covenants? Sure. I promise. I'm so excited that I'm a witch. This is going to be so much fun. About that, honeybee. You're not a witch. Not yet. First, you must cast the initiation rite. Oh, okay. But how do I do that? Speak to the Farseer over yonder. He will explain the art of incantations. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das entweder die aus dem anderen, also aus der Stadt ist, oder vielleicht die Ärztin. Als Belohnung erhältst du, was denn? Ernteschubtrank. Ah, das hört sich gut an. Sprich mit dem Wahrsager, ja. Ja, haben wir schon. Wer war denn jetzt der Wahrsager? Der hier, ne? Hallo, Mr. Wahrsager. Are you the Farseer? What? Yes, Farseer, that's me. Is this the Fischtyp? A nearsighted Farseer. You know, you sound a little bit like... You've no idea who I am. I'm wearing a mask. Listen, do you want to sit here playing guessing games? Or do you want to learn more magic? Magic. Great. I'm gonna teach you the art of incantations. Tricky stuff. Mess it up, and there won't be much left of you beyond dust. Oops, that sounds a bit dangerous to start with. Only to fool initiates that don't follow instructions. Now, listen closely. Are you ready? I'm ready. Great. I need you to chop lots of wood. What? Turn it into paper. Right. You'll need a paper press. Put it in your tool shed. How will this help me with incantations? All will be revealed. One of us is clearly crazy. I'm beginning to think it's me for listening to you. Was? Der Wahrsager braucht aus irgendeinem Grund Papier. Ist das doch nicht der Fischtyp? Ich meine, da würde ich jetzt eher sagen, da soll ich Würmer verfangen oder so. Hä? Oh Gott. Räumt, verzaubert. Moment. Ja. Oh Gott. Das ist so bescheuert irgendwie gerade. Hey, welcome to the Bad Lighting and Great Costumes Club. We meet every night. Ah ja, können die überhaupt zaubern? Frage ich mich jetzt so gerade. Excuse me, your magicalness. High Priestess works fine, you know. Oh, okay. Well, High Priestess, how long has this coven been in Fairhaven? Witches have always been drawn here, and because of that, the coven has been here for many, many generations. Kann man hier auch was machen? Nee, ne? Oh Gott, ich bin hier gerade so... Oh. The Acolyte was the last witch initiated into our order. She can help guide you. Wer ist das? I welcome you to this gathering. Hey! You can call me the Acolyte. It's nice to meet you. But I'm not supposed to speak to you much yet. Warum? Ich brauche jemanden... Oh, kann ich das aufnehmen? Nee, schade. Ich denke mal, da komme ich wieder runter, ne? Weil den Kessel habe ich ja von oben gesehen. Und die kann ich nicht nehmen, gehe ich mal stark davon aus. Nee. Das sieht so ein bisschen aus wie die Symbole von Star Stable. Die musste ich übrigens auch mit einem magischen Zauberstab irgendwie anzaubern. Ich weiß nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Das ist alles aufregend. Und trotzdem komme ich jetzt nicht weiter, was mich gerade wieder ankotzt. Ah, oh. Oh, sehr geil. Die kann ich jetzt einsammeln.
Das heißt, wenn ich jetzt regelmäßig Mitternacht hier hinkomme oder nachts hinkomme, wobei wir jetzt, abends 9 Uhr haben. Ja, ja, okay. Ist aber der nächste Tag, oder? Dann kann ich dich doch streicheln, meine Süße. Kriege ich dann ein besseres Herz? Ja, wird zumindest oben angezeigt. Perfekt. Lass mich mal kurz da durch. Haben wir noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Ich denke mal nicht, weil da jetzt auch nichts drin war, aber... Und alles findet hier neben ihm statt. Ah, ich habe wieder nicht genug Ausdauer, um irgendwas zu hacken. Alles findet hier neben dem Einsiedler statt und er kriegt nichts davon mit, oder wie? Ist auch ein bisschen seltsam, ne? So, hier ist noch das Bäumchen. Ja, das schaffe ich doch sowieso nicht. Da habe ich wieder zu wenig Energie für, auch zum Angeln. Na gut. Ach, ich bin so aufgeregt. Jetzt weiß ich nur gerade nicht. Moment, was? Also da brauchen wir... Ja, keine Ahnung, wie wir das jetzt machen sollen. Warte, bis die Kartoffeln reif sind. Na gut, das wird vielleicht am nächsten Tag, vielleicht ein paar Tage später. Baue Beete für Pflanzen. Das kann ich frühestens am nächsten Tag machen. Und Disteln brauche ich, aber die Disteln kriege ich hier irgendwie nicht. Zumindest jetzt auf dem Weg hin und her und her und hin, da finde ich es jetzt gerade nicht. Was auch schon irgendwie komisch ist, dass sie damit überhaupt irgendwie einen Strauß machen will. Aber gut, ich meine, passend zur Persönlichkeit wahrscheinlich von der einen Troller da. Die war mir von Anfang an so ein bisschen suspekt irgendwie. So, aber hier finde ich jetzt so nichts. Da haben wir noch einen Pilz, sehr schön. Aber ist nichts gewachsen bisher. Schade, schade, schade. Ach so, da wollte ich nochmal nachgucken. Konnte ich nicht sehen, was ich hierfür brauche? Wie kann ich das denn überhaupt machen? Da muss ich mich wahrscheinlich wieder gedulden. Geduld ist bei solchen Spielen nicht meine Stärke, weil ich dann tatsächlich am liebsten alles sofort freischalten möchte. Und das in dem Fall jetzt überhaupt nicht geht. So, Papierpresse. Ach, da brauche ich nur Holz und Geld für. Ja, dann bauen wir die doch, würde ich sagen. Das kommt links raus, ne? Würde ich sagen, machen wir die dahin. So. Und was muss ich da rein? Also Papier mache ich damit, ne? Ja. Brauche ich 2. Reicht das, wenn ich jetzt einmal... Ist das ein Papierstapel? Nee, ich muss noch einmal machen. Okay, ja, das dachte ich mir, aber das war jetzt meine Frage. So, das heißt aber, dass ich das jetzt abschließen kann. Oh, wie geil. Dann können wir direkt schon mal wieder zum Wahrsager zurück. Eigentlich... hatte ich jetzt mehr oder weniger... Das ist so doof, dass man nicht porten kann, ne? Ich würde ja viel lieber an die Orte porten, wo ich hin muss, anstatt jetzt hier immer wieder rumzulaufen. Weil das dauert dann immer so lange, bis man wieder da ist. Wieso ist da eigentlich ein Apfel auf dem Schild drauf? Das ist doch die Schule. Ich hätte schon fast gesagt Kindergarten wegen der ganzen Spielzeuge da. Aber es ist eine Schule. So, Moment. Wir haben noch in der Nacht. Das heißt, die müssten normalerweise noch hier sein. Wahrscheinlich sind die immer hier, wenn es nachts ist. Dann ist das jetzt von jetzt an immer offen. Warte mal, der braucht da das Papier, ne? Warum auch immer. Great. Just what we need. Hang on to those and you'll have a use for them in 2 shakes. Incantations are spells read aloud. They require vast amounts of magic and special ingredients at the time of writing them down and are consumed when read aloud. But they make incredible change to the world. A lot of the most powerful spells are incantations. Whoa. What do I need to do? I like your spirit. The next step is obvious.
Time for you to go fishing. Wait, what? Nah, just any old fishing. You'll only catch what you need at the beach, which is south of Thomas's farm. You must catch me some squid. I've been anchoring for calamari for days now. I thought you were teaching me to do these powerful spells. I am the best way I know how. Pay attention. Go get me those squid. Willst du mich verarschen? Farseer. I'm sorry, what? Name's Farseer. I see. Far. Like you've got great vision? Visions. Right. Okay. Nice to meet you, Farseer. Okay. Also, Moment, ich kann noch mal mit Oma sprechen? You did a great job casting your incantation to get your wand branch. But actually writing incantations can be a touch trickier. Yes, I gathered that I have a lot to gather. It's not just that. When you write your incantation, you'll need to draw magic from the wellspring to charge it with power. Draw what from where? Didn't you notice the great big cauldron right by the circle? Yeah, but I just figured it was for extra big batches of potions. Oh, no. No, no. The Coven Cauldron is where we leave offerings for the wellspring, the source of all magic here on the island. Our task as a coven is to maintain the wellspring. We cannot draw more energy from it than we put in. I wrote the incantation you read before the Elder Tree, drawing from my magic reserves. But to craft your initiation incantation, you'll need your own. Go on and offer something to the wellspring. Over time, you'll learn that it likes some offerings more than others. Try different things and see what happens. Okay. Ich würde mal sagen, weil das so schön passt, entweder Hexenkraut oder Mundblume. Ich mach mal Mundblume. Ah, Moment. Dann ist die halb gefüllt. Ach, man kann das hier sehen. Ja, dann nehme ich jetzt Hexenkraut. Whoa. So now I can cast spells? Cool. Careful. We must never draw more magic from the wellspring than we need. Our offerings keep it in balance. What happens if it falls out of balance? Nothing for you to worry about, my dear. It is all of our responsibility to maintain the cauldron, and we've never failed in my lifetime. Just remember to leave offerings regularly. Okay, I will. Good girl. Now, you'd better get to work on writing your first incantation. Okay. Ach so, da oben habe ich jetzt... verstehe. Und damit ich dann, so ähnlich wie die Energie wahrscheinlich, genug davon habe, muss das Rosane dann immer aufgefüllt sein, behaupte ich jetzt mal. Okay, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Typ eigentlich von mir wollte. Moment. Tintenfisch, genau. Das war irgendwie südlich von irgendeiner Farm. Das war der hier wahrscheinlich, ne? Das heißt, da unten müssen wir wahrscheinlich hin. Ja, schade. Ich hatte gedacht, vielleicht funktioniert das ja mit draufklicken, aber wir müssen tatsächlich hinlaufen. Ja, eigentlich würde ich gerne die Folge mal beenden. Ich befürchte, dass der mir noch ein paar Sachen hier aufgibt, die ich machen soll. Sollte das zu lange sein, werde ich hier einen kleinen Cut machen und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Also wundert euch bitte nicht. Ansonsten werde ich schauen, dass ich den Rest noch mit dranhänge. Da muss ich jetzt erstmal ganz runterlaufen. Ja, ich würde gerne auch mit dir sprechen, aber ich habe keine Zeit. Nachher ist die Nacht weg und dann sind die auch nicht mehr da. Deswegen... So, jetzt können wir hier nochmal runter. Die Farm ist weiter links, glaube ich, ne? Bin
ich jetzt hier richtig? Doch, da oben ist die Farm. Genau, irgendwo hier muss das sein. Tintenfisch, da muss ich aber tatsächlich einen großen Köder nehmen, nehme ich mal an. Da ist aber kein Tintenfisch drin. Es sei denn natürlich, die haben... Also das sieht mir nicht nach Tintenfisch aus, was da drin ist. Sagen wir es mal so. Es kann natürlich sein, dass einem normaler Fisch angezeigt wird. Hier sind drei kleine Fische drin angezeigt. Hä? Das hat er mir jetzt aber zum ersten Mal gesagt, dass ich ins Bett gehen soll. Ach, ich kann auch gar nicht angeln, ne? Oder? Doch, das geht. Das ist gar nicht die Stelle, die ich meine. Oh. Oh, quick! Yes! Seezunge, okay. Das nehmen wir aber noch mit. Wenn ich jetzt nicht ins Bett gehe, falle ich dann irgendwie um oder so? Ich weiß ja nicht. Na gut, ich habe jetzt eh keine Möglichkeit mehr zu angeln. Naja gut, dann würde ich sagen, dass wir das tatsächlich erstmal aufsplitten. Also sprich, dass ich mich jetzt gleich ins Bettchen lege. Oh, ich habe eine Distel gefunden. Dass ich mich jetzt gleich ins Bettchen lege. Und ja, mit der Animation vom Zu-Bett-Gehen der Tag dann auch gleich beendet ist. Jetzt muss ich mal eben schauen. Doch, das ist bei mir oben. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil das hier abgesperrt war. Aber natürlich, das ist bei mir. Es tut mir übrigens doppelt weh und doppelt leid. Noch mehr als euch. Weil das für mich nämlich heißt, dass ich nämlich auch im wahren Leben jetzt erstmal ins Bett gehen muss. Wäre nämlich schon sehr, sehr spät. Und ja, ich sag dann mal gute Nacht, einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, was auch immer euch noch. Und wir gehen jetzt ins Bettchen, mein Avatar und ich. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. What a long day.